Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Outlaws of the Old West an meiner kleinen Ölquelle. Ich werde jetzt Ölmillionär, habe ich mir gedacht. Brunhilde, was ist los? Alles gut? Ist alles gut bei dir, Brunhilde? Ich frage nur. Es klingt so, als würdest du dich beschweren wollen. Nein? Gut. Ja, nicht viel Zeit ist vergangen. Da habe ich hier Öl gefördert. Hier ist schon wieder ein Öltropfen raus. Zwei habe ich schon rausgenommen. Hier kommen Öltropfen. Wir brauchen, glaube ich, 10 Öl. Damit wir hier die erste Lampe herstellen können, wenn ich mich nicht täusche. Leider kann man die Ölquelle nicht umsetzen. Ich wollte die noch ein bisschen weiter wegsetzen, aber dazu müsste ich sie zerstören und wieder neu bauen. Und das lassen wir lieber mal. Wir hatten... Hier können wir noch sowas wie eine Uhr herstellen. Ich glaube, das alles... Wir wollten Öl zapfen. Das dauert aber noch ein bisschen länger. Und ich wollte beim Nachbarn vorbei und gucken, dass ich das Gold einzahle. Beziehungsweise das Gold umwandeln in Geld. Und deswegen werden wir jetzt erstmal da hochreiten. Beim Nachbarn und gucken, dass der uns eventuell bei seinem Goldumsatzgedöns uns Dollars gibt. Brunhilde, ruhig. Brunhilde. Zum Glück sind die NPCs genauso doof auf Entfernung wie die Tiere. Na? Hält aber was aus. Gangleader, der war auch stabiler, kann das sein? Nochmal nachladen. Okay, da treffen wir nicht. Da treffen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen zur Seite reiten. Ja, ist so ein bisschen schade, dass die NPCs nicht wirklich Gefahren darstellen. Beziehungsweise auch die Tiere dann auf die gleiche Entfernung überhaupt nicht mehr raffen, was sie machen sollen. Oh, Goldbahn. Ich wollte eh gerade zur Bank. So, dann gehen wir mal hoch und gucken, ob wir hier das Gold eintauschen können beim Nachbarn. So. Ich will was abheben, Partner. Wo ist jetzt das Geld? In das Mango? Auf der Bank? Geh mal kurz auf die Bank. Auf jeden Fall hat die Goldbahn schon mal angenommen, das ist schon mal viel wert. Hi. In meiner Tasche? Ach hier, 460. Ah, sehe ich ja auch erst. Aber ich zahle dir nichts ein, das kannst du vergessen. Wenn der die Bank abreißt. So, dann haben wir das Gold schon mal umgewandelt. Das ist schon mal gut. Wir hätten zwar die Goldbahn auch zum Craft nehmen können, aber wer achtet da schon so genau drauf? Ist ja gar nicht so wichtig. So. Außerdem habe ich gesagt, wir wollten nicht nur Öl abzapfen, was noch ein bisschen dauern wird. Wir wollten auch in die Berge und Eis besorgen für den Kühlschrank, auch wenn das nicht so effektiv sein soll mit dem Eis. Müssen wir uns erstmal eine... Ich gehe hier runter. Müssen wir uns erstmal eine Eispickaxe herstellen. Da. 14 Sekunden. Genau, es hat auch jemand geschrieben, dass man mit der Sichel entsprechend mehr Fasern bekommt.
Gibt es denn sowas wie eine Kühltasche? Können wir uns mal eine Kühltasche machen? Ich glaube nicht, ne? Sowas wie eine Kühltasche wird es hier nicht geben. Hier können wir mit verarbeiten. Metal Canteen. Nee. Gut. Dann lass uns mal in die Berge reiten. Ausflug in die Berge. Tresor. Vielleicht können wir einen Tresor machen. Ich weiß nicht. Warte mal, wir können mal gucken. Tresor, Tresor, Tresor. Da. Large Safe. 100 Iron Ore und 15 Planken. Weißt du was, das mache ich jetzt mal. Da haben wir die 100 Iron Ore. Und 15 Planken. Eine Minute. Warten wir das noch ab? Wahrscheinlich, ne? Ja, ist die Frage, wie man Eis transportiert, ohne dass es schmilzt. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Man wird wahrscheinlich das Problem haben, dass das nicht... What the... Wieso habe ich denn hier so eine Lücke? Habe ich das falsch gesetzt? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, die habe ich falsch gesetzt. Das ist das Falsche. Okay, gut zu wissen. Teil... Ich glaube, warte mal, das ist das Falsche, das müsste das Richtige sein. Muss ich mal ganz kurz von außen mal angucken. Doch. Jetzt habe ich schon ein bisschen an mir gezweifelt. So. Jetzt gucken wir, ob wir den Tresor herstellen können. Da hatte ich das Ding echt falsch rum eingebaut. Muss erstmal die halbe Bude abreißen, um das zu merken. So. Ein Tresor. 40 Sekunden. Na komm, das kriegen wir noch hin, oder? Ein Tresor, das warten wir noch ab. Wenn wir da oben in den Bergen sterben sollten beim Eis holen. Wo geht's überhaupt in die Berge? Da? In den Süden? Oder in den Norden. Da hinten sind auf jeden Fall Berge mit Eis. Aber ob das reale Berge sind oder irgendeine Skymap, wer weiß. Ich glaube, wir müssen aber Richtung Norden. Ich meine, dass Richtung Norden das Eis lag. Das hat nämlich schon mal jemand geschrieben. Würde das nicht besser aussehen, wenn hier noch was überhängt? Können wir hier noch was... Können wir hier so ein halbes... Die stecken da nicht an, ne? Na? Was war denn mit dem anderen? Was war der? Boah, was ein Pulverdampf. Das gesundheitsschädlich ist. Wahrscheinlich habe ich den letzten Bären so hart am Kopf getroffen, dass er da deswegen sofort gestorben ist. Warum kommst du auch hierher, Bär? Ich hätte dich nicht getötet. Ich hätte dir das Leben gelassen. So, hier ist die Kohle durchgeballert. Das heißt... Dann machen wir hier halt mal 20 Holz rein. So. Wie sie schmokern. So, der Tresor müsste fertig sein. Jawohl.
Und der Tresor. Wo stellen wir den hin? Hier hin. In der Ecke sieht ihn keiner. Hier hin. Oder hier so hin. So. Okay. So, wie kann ich mein Geld da einzahlen? Hier, withdraw. Okay, ich hätte gern 460, 71. Aha. You're thirsty, ja? Ich trinke ja gleich was. Deposit. So, 71 Cent. Tresor ist zu. Was denn? Ich trinke ja gleich was. Jetzt beruhige dich. Beruhige dich. So, zack. Und. Zack. Ja, ist ja gut. Mann, ey. So, ich glaube, wir haben noch was zu trinken einstecken. Wir haben noch was zu essen. Noch was zu trinken. So, dann füllen wir nochmal die. Ich habe den P-Modus angehabt. So, Tresor steht. Unser Geld ist ja mehr oder weniger sicher. Die Nacht kommt, aber ist nicht schlimm. Wir reiten auch in der Nacht los. Ich muss nur kurz auffüllen. Wie geht's dir eigentlich? Dir geht's auch ganz gut, ne? Brunhilde. Dann lass uns mal in die Berge ziehen, würde ich sagen. Ab nach Norden. Ein weiter Weg liegt vor uns. Brunhilde führt mich sicher in den Norden. Nur wenige Männer waren im Norden. Schon gar nicht für Eis. Ist ja gut. Gut, es ist ja jetzt, um einfach mal die Möglichkeit im Spiel so ein bisschen zu zeigen. Ich meine, in Wirklichkeit würde ich wahrscheinlich nicht in Norden reiten, wegen ein bisschen Eis. Das macht eigentlich wenig Sinn, weil das Eis anscheinend nicht wirklich lange hält. Und ob jetzt ein bisschen was an Fleisch vergammelt, im Endeffekt wird immer so ein Bär vorstellig, ne? Und sagt dann so, hi, na? Du auch hier? Und ich sag, na Bär? Gehst du weg? Sagt der Bär, nö. Dann, ne? So, Brunhilde braucht ein bisschen Ausdauer. Kann man... So, die skillt ja. Doch, die hat Skillpoints. Sehr geil. So, jetzt warten wir mal ganz kurz ab und lassen mal ein bisschen Energie tanken. Ich frage mich, was die besseren Hufeisen bringen. Steht hier irgendwas? Stamina plus 20. Ah, und wenn ich jetzt goldene Hufeisen gemacht hätte, dann könnte ich wahrscheinlich noch schneller reiten oder länger reiten. I see. Die Sonne geht unter. Im weiten Land. Ein einsamer Cowboy reitet in den Norden, um Eis zu holen. Eine schwachsinnige Mission, aber er ist unterwegs. Um den Zuschauern auf diesem YouTube zu zeigen, wie der Wilde Westen gelebt hat. Mit oder ohne Eis. Es ist ziemlich dunkel. Boah. Mega leck. Ich glaube wirklich, dass das der Übergang ist in irgendwie in das nächste Gebiet. So kann ich mir das nur vorstellen, weil das hängt sich ja fast komplett weg. Also ganz kurz ein bisschen Ausdauer. Und dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Eis holen können. Vor allen Dingen ist halt die Frage, wie viel wir da davon transportieren können. Amount gained a level. Ausdauer. Wichtig. So, wir reiten einfach langsam. Was ist da vorne? Was ist das für ein heller Fleck? Aliens? Müssen wir da hin zum Eis? Ich glaube, da oben. Das ist ein wirklicher Berg. Und das hinten ist wieder nur so eine Skybox, oder wie man das nennt bei Spielen. Boah, ist ein langer Ritt, nur um ein bisschen Eis zu holen. Ist wahrscheinlich eine Schwachsinnsmission, aber naja. Oh, da vorne sind Häuser. Ich glaube, das waren hier die Nachbarn, ne?
man hier oben drüber irgendwie? Guck mal hier, Brunhilde. Springfreudig. Schön mal über den Fluss drüber. Ach, guck mal hier. Oh, könnte mein Bruder sein in der Bauweise. Hier glüht die ganze Wand. Also die Lexen ja echt krass. Das war doch früher nicht, oder? Also ich kann mich nicht erinnern in den letzten Folgen, dass ich da solche Mega-Lex hatte. Das Problem ist ja auch, wenn Brunhilde jedes Mal vertrocknet, verdurstet oder wie auch immer, dann werden die Skillpunkte auch obsolet, ne? Weil nur das Pferd, was du halt auch treust sozusagen, im Endeffekt ja dann auch weiter skillen kann. Vielleicht sollte ich eine Pferdepension aufsuchen, bevor ich die nächste Aufnahmesession beende. Wie viel haben wir denn? 22:50 Uhr, oh Gott. Das ist ein ganz schneller Weg, warum hat mir das niemand gesagt? Mein inneres Ich hatte sich gedacht, oh, Norden reiten, Eis holen, das ist eine super Idee. Allein für den Weg, den ich wieder zurück brauche, ist es ja ist wahrscheinlich komplett Wasser. Pitschnase Hosen. Die Nachbarn lachen einen aus, weil man gesagt hat, ich hole Eis im Norden. Kohle müsste ich auch nochmal einsammeln. Das kann ich bei mir aber auch in die Ecke. Da gibt es genügend Kohle vorkommen. Das sah so nah aus. Die Map ist etwas weitläufig, lese ich gerade, ja. Die Map ist mehr als weitläufig. So, Cut. Und da. Tja. Black Beauty, hi, guten Abend. Boy. Was hast du da für Wege? Was habe ich denn da mir gemacht? Da kann ich ja gleich das Haus im Norden bauen, oder? Wer nimmt denn diese Wege auf sich, um Eis zu holen? Ich mache das und laber euch tot, damit ich die Zeit überbrücke. Ja gut, ihr könnt jetzt einfach mal vorspulen. Ich bin dann gleich da, glaube ich. Und Hilde ist halt auch nicht austrainiert, ne? Hätte ich die goldenen Hufeisen, wäre ich wahrscheinlich hier, wäre ich schon längst da. Minus 9 Grad haben wir. Sehe ich oben rechts gerade minus 9, oh, es wird bestimmt noch kälter da oben. Minus 9 Grad. Was hat ein Kühlschrank? 7 Grad, oder? Nee. Doch, 7 Grad meine ich. Normaler Kühlschrank oder 3,5? Was waren das nochmal? Ich weiß nicht mehr. 10 Grad, ja. Sowas hatte ich. Alter Vater, ich komme ja nie mit frischem Eis zurück. 9,5 sind immer kälter. Oh. Meister Petz ist auch da. Ich glaube, ich versuche mal ein bisschen abzukürzen. Minus 9,5. Wahrscheinlich sinkt es gleich weiter. Diese Map riesig. Wie viele Spieler können hier also normalerweise auf so einem Server spielen? Das bin mir gar nicht sicher, aber was ist denn das für eine Map? Wozu braucht man diese riesigen Weiten? Ich meine, man kann ja in diesem Spiel kann man ja auch einen Zug craften. Also, da würde ich einen Eisexpress einführen. Dass man hier dann im Norden eine Zugstrecke hat, die ermöglicht, Eis zu holen. Oh, die Bäume verändern sich schon. Hier sind Tannen. Wir sind, glaube ich, im Norden angekommen. Mount gained a level. Alles klar. Und Hilde wird immer versierter. Da oben, das sieht doch schon gut aus. Oh, da können wir an Eis kommen.
Eine Eiseisenbahn, genau. Lecker Äpfel. Beruhige dich, Brunhilde. Ganz ruhig, Brunhilde. Gleich sind wir da. Lecker Eis. Oh. Gucken, welche Bergsteigfähigkeiten. Ob das eine gute Idee ist, sehen wir gleich, wenn wir in der Felsspalte backen oder in. Oh je. Das sieht schon schön aus, wa? Also hier so die Weitsicht. Der Marlboro-Man ist unterwegs. Hier ist doch, oder? Kann man hier Eis abbauen oder sind Eis auch wieder vorkommen? Das sieht weiß aus. Das ist wohl Eis. So, an die Zuschauer, die jetzt vorgespult haben, haben gewartet, bis sie weiß sehen im Bild. Ich glaube, ich bin angekommen. Wo baut man denn hier Eis ab? Ich könnte mir vorstellen, dass es genauso Ressourcensteine sind. Hier ist Eisen. Wie auch Eisen zum Beispiel vorkommt. Es ist alles so hell hier. Mitten in der Nacht reflektiert das Eis. Wird der einsame Cowboy Minyas Mango wieder nach Hause kommen? Wird seine Mission nach Eis erfolgreich sein? Oder wird er hier oben festfrieren? Mit Brunhilde in den Armen? Nur um sie trauern. Das seht ihr alles in der nächsten Folge von Outlaws of the Old West. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge finden wir Eis. Glaube ich. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.